Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte mich endlich mit meinen 10 in 10 Produkten schminken. Ich habe sie ja die Tage abgedreht und jetzt haben wir Wochenende. Gestern hatte ich da irgendwie so keinen Bock drauf. Gestern war Samstag, heute ist Sonntag. Was ist denn los hier? Naja, ziemlich Volumen heute. Und dann wollte ich die jetzt ausprobieren mit euch. Beginnen wir mit dem Essence Glow Stick. Den habe ich als Primer gezogen. Wundert euch nicht über die weißen Striemen in meinem Gesicht. Ich habe eine Augencreme drauf getan und die, ja, ich sag mal, den Rest verteile ich in meinem ganzen Gesicht und das ist so eine Strahle-Sache. Aber ich habe das Gefühl, die bleibt dann mal so auf der Haut. Wow, gut. Jetzt nicht dramatisch. Achso, ich habe übrigens hier noch ein bisschen Make-up dran, weil war zu viel. Machen wir direkt mal so. Naja, voll fleckig jetzt, aber lasst euch daran nicht stören. So, wunderschön jetzt gerade. Naja, Mist. Komm, das verteile ich erstmal. Oh, richtig. Tun wir gleich noch on top ein wenig Make-up. Ja, aber das Make-up, was ich gezogen habe, das ist mir tatsächlich zu dunkel. Ich werde es jetzt gleich dann halt mit Aufhellerungsdrops nehmen, aber tatsächlich habe ich mich dazu entschlossen, das aus diesem Projekt eigentlich rauszulassen. Weil das ist wirklich zu dunkel. Ich habe mich zwar gerade mal gesäbsbräunert, aber braucht man nicht jetzt heute. Also generell auf der Arbeit so. Ne? Ja, als Base nehme ich die Essence 2-in-1 Eyeshadow Base hier. Aber ich habe gar keinen... Oh, kommt mir der schon entgegen? Was ist mit dir los hier? Wollte er nah rangezoomt werden, ja, ne? Aber ich könnte, glaube ich, auch eine Palette aus meinem Trash nehmen, weil ich habe nämlich großartig keine Lidschattenpalette gezogen. Natürlich könnte ich die Naked nehmen und so, aber wenn ich ein Video mache, kann ich auch Test My Trash machen. Wie nehme ich denn da? Ich habe doch so viel. Aua. Hier. Aua. Ja, mein Schminktisch. Ich nehme die BH Cosmetics hier, die Color Festival. Mega bunt, werden wir die einfach mal nehmen gleich. So, ja, also die Base, die kann man aber auch, denke ich, solo verwenden. Wenn man einfach nur so einen, ja, so einen Champagnerton haben will oder so, ne? Ja, dann beginne ich einfach schon mit der Swatcherei, ne? Und zwar Color Festival, so schaut sie aus, von BH Cosmetics, wie gesagt. Und meine Güte, wurde die überhaupt mal benutzt? Nein, wurde die nicht. Krass. Ziemlich bunte Farben. Das ist mir beim Trash-Päckchen gar nicht aufgefallen. Ich mache kurz Fotos und danach muss ich das Akku wechseln, fällt mir gerade auf. Dann swatchen wir so mal, ne? Krasse Sache. Ich nehme mir mal mein Tuch, was ich ein bisschen nass mache vorher. Um Swatches zu entfernen, legen wir los. Mit Disco. Die sind wieder mega pigmentiert. EDM. Ich glaube, das ist der einzige, der vielleicht mal verwendet wurde. Schaut mal, das sind die ersten Farben. Gefallen mir schon mal richtig gut. Weiter geht's. Das ist die zweite Reihe. Kommt die Farbe Holo. Das ist so ein hellblau, aber sehr hübsch. Ist zwar sehr eisig, was ich selten trage, wenn ich mal Bock drauf habe. Ne? Die Palette. Oh Gott. Das Blau, Leute, das Blau. Das ist die nächste Reihe. Guckt euch das Blau mal an. Geil. DJ ist ein ganz dunkles Braun. Okay, was nicht gut pigmentiert ist. Moment. Ja, doch, ist schon gut pigmentiert. Muss man nur gut mal richtig mit dem Finger reingehen. Richtig geil. Mir gefällt wirklich jede Farbe davon. Nicht immer tragbar, definitiv, aber geil. Ich muss ja sagen, ich hätte mir die Palette wahrscheinlich nie gekauft. Aber wenn man sie so swatcht, ne, ist schon mega. So, legen wir los. Aber eigentlich könnte ich jetzt auch mein komplettes Gesicht noch fertig machen. Und dann legen wir los.
nehmen wir halt erstmal von Clinique die Even Better. Das ist nämlich die Foundation, die ich gerade meinte, in der Farbe 5. Da muss ich ordentlich Aufhellerungsdrops reintun, weil die ist mega dunkel. Dann nehme ich noch die, zeige ich euch gleich auch, Essence Coast and Chill habe ich hier. Ich habe aber im Endeffekt ist mir es eigentlich egal, was für Aufhellerungsdrops. Weil wenn man das mal so sieht, die ist schon sehr dunkel. Und ich wette, die ist jetzt immer noch die Farbe zu dunkel. Ah, geht. Habe ich gut was reingemischt hier. Ja, ich hätte zwar noch einen Creme-Lidschatten, vielleicht kann ich den ja gleich irgendwo noch einbauen. Erstmal nehme ich aber von Catrice Brow Colorist Semi Permanent Brow Mascara. Die habe ich die Tage schon auf der Arbeit ganz normal solo aufgetragen, ohne dass ich mir die Augenbrauen machen musste. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ne, also das so ein bisschen Natural Style hier. Und die hält auch ganz gut. Ja, jetzt habe ich hier die Haare ein bisschen hochstehen. So. Keine Ahnung, was ich schminke, Leute. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Erstmal gehe ich, glaube ich, in Groove. Das ist so ein dieses Rosa. Und mache mir das so hier oben hin. Jetzt nehme ich mir, glaube ich, einen fluffigeren. Der ist zwar ein bisschen bräunlich, aber das macht nichts. Ich muss die unbedingt mal waschen, die Pinsel. Ja, aber da komme ich im Moment überhaupt nicht zu. Aber guck mal, der nimmt noch gut Pink auf. Also dieses Rosa ist ja kein Pink. Jetzt gleich kommt nämlich Pink. Dafür nehme ich mir so einen flachen Lidschattenpinsel und gehe tatsächlich in dieses Squins rein und mache mir das komplett aus bewegliche Lid. Auf jeden Fall coole Farbe. Auch schön deckend. Jetzt nehme ich mir wieder meinen fluffigen und dann verblende ich das alles so ein bisschen. Also zumindest in der Lidfalte, dass es so ein bisschen weicherer Übergang hat. Im Innenwinkel gebe ich mir den hellrosanen rein. Ja, mal gucken, ob da was aussieht. Ist okay. Jetzt nehme ich mir mein Haus Laboratory von Lady Gaga und gebe mir das so ein bisschen aufs in der Mitte vom Lid. Tupfe das noch so ein bisschen. Gut, okay, ich mache da gleich noch was anderes drüber, weil Solo ist ja ziemlich geil, aber so kommt der jetzt gerade gar nicht rüber. Jetzt gehe ich ganz zart. Mit dem einen rosanen hier mache ich mal kurz sauber. Gehe ich in dem Electronic, das ist dieses mintfarbene, schimmernde. Und da drunter gehe ich in Denim, dieses blaue. Nicht so geil, ne? Egal. So, vielleicht noch mit dem Pinsel ein wenig verbinden und verblenden. Vielleicht gehe ich noch mal ein bisschen in diesen Rosa rein einfach. Und dann wird das so ein bisschen lila. Wisst ihr, was ich meine? So, und jetzt wollten wir ja noch in einem helleren Ton rein. Nehme ich das Banger. Und setze das auf dem Lady Gaga Lidschatten. Und jetzt nehme ich auch noch das Goldene. Und setze mir das noch zusätzlich in den Innenwinkel. Meine Leute, mit dieser Palette kann man ja spielen, ey. Okay, ich glaube aber, dass der Look mir jetzt reicht. Vielleicht nochmal eben. Das ist nicht der Blende. Kurz in dem Gold und ein bisschen so Übergang schaffen hier. Okay, die Palette bleibt definitiv. Wollen wir hier mal. Ah, hier. Da ist dieses Dingenskirschen hier. So, jetzt nehmen wir Mascara.
nämlich die von Douché. Ich habe das Gefühl, meine Haut ist weiß und trocken. Ich weiß nicht, ob das an dem Primer liegt, an dem Make-up, weil normalerweise mag ich das Even Better. Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall furztrocken aus. Jetzt gehe ich noch mit einer anderen Mascara drüber. Nehme ich die False Lashes von Essence. Ich nehme auch noch ein bisschen was von meinem Concealer, der ja eigentlich leer ist, aber es kommt immer wieder noch was raus. Guckt mal, eigentlich ist der leer. Aber so ein paar Reste kriege ich da immer noch ein bisschen raus, deswegen verwende ich den noch ein bisschen. Ja, ein bisschen kommt da noch. Auch wenn ich den natürlich gerne schon in meine Aufgebrauchtbox schmeißen würde. Aber noch kommt da ja was. Pickelipuckel. Irgendwie, ich glaube im Moment meine Tuchmasken habe ich, also die letzten zwei habe ich nicht so gut vertragen, glaube ich. Ja gut, das kann natürlich auch an meiner Routine im Moment liegen. Ich habe da ja auch vieles Neues drin, was ich euch auch gleich in einem gekauft und getestet zeigen möchte. Naja, gut. So, das kann weg. Jetzt nehme ich den Rival de Loop Marshmallow Powder. Jetzt Bronzer. Dann nehme ich meinen Nasbronzer. Nas Laguna übrigens. War vor Jahren mal gehypt. Ich weiß nicht, ob der immer noch so beliebt ist. Ich finde den toll. Dann sehe ich auch nicht mehr ganz so weiß aus. Aber vielleicht sind das auch die Aufhellerungsdrops, die so ein bisschen matt machen. So, jetzt Bobbi Brown Pot Rouge in der Farbe Powder Pink. Da gehe ich mit so einem Stippling Brush rein. Das ist übrigens eine Mini-Version, finde ich super cool. Ich hatte den damals in groß, habe den dann abgegeben, weil ich mir gedacht habe, ja, die Farbe verwende ich nicht ganz so häufig, aber so als kleine Variante finde ich das super. Ja, dann habe ich hier den Highlighter aus der Beauty Retro, nee, Retro Repeats Reihe, also LE von P2. Gehe ich auch bei diesem Look großflächig rein. Den hatte ich ja auch mein 36er-Projekt letztes Jahr drin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so schnell wiedersehe. Aber der ist halt jetzt in meinen 10 in 10 geraten. So, dann habe ich ein Fixspray von Catrice. Dieses Lime hier. Ist ein bisschen nass, würde ich sagen. Habe ich noch einen Lippenstift, den ich ausprobieren könnte? Ich habe hier nämlich so einen kleinen Kat Von D. Den könnte ich ja mal aufmachen. Den habe ich nämlich auch mal im Trashpäckchen gekriegt und ich habe den noch nicht aufgemacht. Machen wir doch jetzt mal. Bei dem Look kann man doch noch rote Lippen machen. Die Farbe schimpft sich übrigens. Santa Sangre oder so ähnlich. Ja, gucken wir mal. Geiles Rot. Genau mein Rot. Ich liebe ihn. Jetzt muss er nur noch gut halten. Mein Look für heute, voll bunt. Ich weiß, die roten Lippen hätten jetzt nicht sein müssen, ne? Aber egal. Ja, danke, dass ihr mit dabei wart, meine Lieben. Ich wünsche euch noch was. Also bleibt gesund und was ist das hier so? Volumen. Naja, bleibt gesund, meine Lieben. Bis bald. Ciao.